Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich ganz herzlich danken für die Einladung, hier heute in Brandenburg in der Havel zu Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist vielleicht keine Selbstverständlichkeit, dass der Präsident des Deutschen Inlandsnachrichtendienstes bei einer derartigen Veranstaltung vorträgt. Ich glaube, es ist hier noch nicht passiert und an anderen Hochschulen kommt es auch nicht so oft vor. Aber ich glaube, es gibt gute Gründe, das zu tun. Der erste Grund ist, ich glaube, Fachhochschule oder zukünftig Technische Hochschule bedeutet auch eine enge Zusammenarbeit nicht nur der Lehrenden und Forschenden mit Unternehmen, sondern auch mit dem Staat. Und wir als Nachrichtendienst haben eine ganze Reihe an praktischen Erfahrungen, an praktischen Einsichten, ob das im technischen Bereich ist, im Bereich der Cyberabwehr, im Bereich des Wirtschaftsschutzes, im Bereich der Spionageabwehr, was wir auch austauschen wollen und können mit den Kollegen, mit den Menschen in der Wissenschaft, in der Forschung und in der Lehre. Und ein ganz anderer Grund ist für mich wichtig, ist ein Teil unserer Philosophie. Wir als Nachrichtendienst sind ein Teil der Gesellschaft und ein wichtiger Teil der deutschen Sicherheitsarchitektur. In den vergangenen Jahren ist in Deutschland viel über Nachrichtendienste gesprochen worden im Zusammenhang mit NSU, mit NSE, mit Cyberangriffen und dergleichen mehr. Und es ist immer wieder die Frage gestellt worden, was machen die eigentlich, wofür brauchen wir sie, brauchen wir sie wirklich und welche Rolle haben Nachrichtendienste in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist es für mich auch ein Anliegen, mit Ihnen, mit der Wissenschaft, aber mit so vielen Menschen wie möglich auch ins Gespräch zu kommen, um auch über unsere Arbeit zu sprechen, um auch deutlich zu machen, wir sind nicht die NSE, wir sind nicht die Stasi oder andere Behörde, sondern wir sind eine Einrichtung, eine Sicherheitsbehörde im demokratischen Rechtsstaat, der nicht für sich selbst arbeitet, sondern für die Sicherheit der Menschen in diesem Land. Und wenn wir das nicht tun können, weil man uns diskreditiert, weil man uns unsere Arbeit schwer macht, dann schadet das nicht nur meinen Mitarbeitern, schadet das nicht nur uns als Behörde, sondern es schadet allen in diesem Land. Und ein dritter Grund, warum ich heute gerne bei Ihnen bin, ist schlicht und einfach, wir sind Arbeitgeber. Wir stellen in diesem Jahr mehrere hundert Menschen ein, junge Leute aus verschiedenen Disziplinen, Kulturwissenschaftler, Islamwissenschaftler, Informatiker, Mathematiker, Kryptologen, aber auch Leute, die im Grunde genommen Geheimdienstler von der Pike auf lernen wollen an unserer Akademie für Verfassungsschutz in der Nähe von Bonn. Und wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Punkt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zeit, in der wir heute leben, ist kurzlebig. Vor ein paar Jahren hätte ich unter der Überschrift wahrscheinlich geredet zum Thema Rechtsextremismus in Deutschland, Stichwort NSU-Debakel. Vor einem Jahr hätte ich vielleicht noch geredet über Snowden und die NSA. Und was die Amerikaner in Deutschland tun oder nicht tun und was sie für Aufgaben, Kompetenzen haben, Abgrenzung dazu. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Wir haben Terroranschläge gehabt in Paris, wir hatten Toulouse, Lyon, der Anschlag in Kopenhagen vor einer Woche in Istanbul und wir haben noch einiges mehr, sodass ich mir vorgestellt habe, heute auch darüber zu sprechen. Aber es ist vorhin schon gesagt worden, ich bin Jurist. Ich nehme mir die Freiheit, heute auch mal über ein Thema zu reden, das ein wenig juristisch geprägt ist, aber das auch vielleicht ein wenig deutlich machen soll, wenn wir hier über Sicherheit sprechen, wo wir stehen im Staat mit dem Thema Sicherheit in Abgrenzung zur Freiheit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe im Rheinland in den 70er, 80er Jahren die Schule besucht und jedenfalls damals war es so gewesen, man hatte den Vorzug gehabt, regelmäßig in neue Schulgebäude einzuziehen, junge Lehrer zu haben. Es war eine liberale Atmosphäre gewesen, Lernatmosphäre in Teilen auch noch geprägt durch die 68er Zeit. Und das hatte in Teilen zur Folge gehabt, dass es ein lockerer, lebhafter Unterricht war. Aber es hat sich da auch eine Kultur entwickelt, dass ich, so hatte ich es damals wahrgenommen und wenn ich es heute reflektiere, sehe ich es heute noch mit einigen Unterstreichungen, dass Mitschüler sich nicht an Regeln gehalten haben, dass sie gestört haben, dass sie auch das moderne Inventar beschädigt hatten, bis hin, dass es auch Mobbing
gab. Ein paar dieser Stichworte, vielleicht haben Sie es auch selbst erlebt in Ihrer Biografie und kennen es von Ihren Kindern. Es ging sogar so weit, dass Schüler dann die Klasse verlassen mussten wegen Mobbings. Und das wurde einfach auch von den Lehrern in Teilen geduldet. Ich hatte dies als ein, jedenfalls für meine Biografie, durchaus bedeutendes Erlebnis wahrgenommen. Nämlich, es hat mir deutlich gemacht, wie wichtig Regeln sind. Erstens sind sie wichtig, weil sie dem Schutz der Schwachen dienen. Regeln aufzustellen für die Starken ist unsinnig, die machen sich selber die Regeln. Das Zweite ist, Regeln bringen nichts, wenn sie nur von den Schwachen beachtet werden, sich die Starken nicht dran halten und diejenigen, die Verantwortung für die Durchsetzung von Regeln haben, diese Regeln nicht durchsetzen. Vielleicht, weil sie einen Konflikt scheuen oder weil sie unangenehme Bilder nicht sehen möchten. Regeln müssen durchgesetzt werden, weil sie grundsätzlich auch dem Schutz der Schwachen dienen. Da komme ich auf den Punkt, Regeln dienen auch dazu, die Freiheitsrechte gerade von Schwachen gegenüber den Starken zu schützen. Und die Gewährleistung eines Raums des Rechts und damit auch der Sicherheit dient den Schwachen zur Verwirklichung ihrer Freiheitsrechte. Ich habe nichts von verbrieften Freiheitsrechten im Grundgesetz, in Bundesgesetzen, in Menschenrechtschartas, wenn ich die nicht ausüben kann. Wenn ich mich nicht mehr traue, abends auf die Straße zu gehen, weil ich Angst habe, Opfer von Gewalt zu werden. Wenn ich Angst habe, einen Zug zu nehmen, weil ich Angst habe, Opfer von Gewalt zu werden. Wenn ich Angst habe, ein Geschäft aufzumachen, weil ich Angst habe, Opfer von Schutzgelderpressung zu werden. Da hilft mir das Grundrecht auf Berufs- und Gewerbefreiheit auch nicht viel. Oder wenn ich Angst habe, meine Wohnung zu verlassen, weil ich möglicherweise, wenn ich nach Hause komme, eine ausgeraubte Wohnung finde, da hilft mir das Grundrecht auf Eigentumsfreiheit auch nicht viel. Der Staat hat also nicht nur Freiheitsrechte zu versprechen und hat auch nicht nur den Auftrag, die Freiheitsrechte vor sich selber zu schützen. Das heißt, dass der Staat die Freiheitsrechte nicht durch eigene Maßnahmen verkürzt, sondern er hat auch den Auftrag, die Durchsetzung von Freiheitsrechten durch den Einzelnen vor anderen, vor Dritten und vor Unternehmen zu schützen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der frühere Bundesinnenminister Otto Schily, er war mein Chef, ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet, hatte einmal gesagt, Sicherheit ist ein super Grundrecht. Und der frühere Bundesinnenminister Friedrich hat gesagt, das wichtigste Grundrecht sei die Sicherheit. Vom Kern bin ich nicht weit von den beiden früheren Ministern entfernt. Ich sehe Sicherheit allerdings nicht als ein Grundrecht an. Ich sehe, dass Sicherheit kein Selbstzweck hat. Sicherheit hat eine dienende Funktion. Sie hat die Funktion, Freiheit für andere zu gewährleisten. Von daher sehe ich nicht das Spannungsverhältnis, das oftmals bei Juristen beschrieben wird zwischen Freiheit auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite. Ich sehe es etwas anderes. Ich sehe, es ist eher ein Spannungsverhältnis zwischen Freiheit auf der einen Seite und Freiheit auf der anderen Seite. Nämlich die Freiheit, nicht von zum Beispiel von einer Videoüberwachungsanlage auf dem Bahnhofsvorplatz von Köln überwacht zu werden, wenn ich über den Bahnhofsvorplatz gehe. Auf der einen Seite dieses Freiheitsrecht und auf der anderen Seite das Freiheitsrecht, nicht Opfer zu werden von Gewalt oder von Bedrohungen. Freiheit gegen Freiheit insoweit. Welche Freiheit ist wichtiger, die eine Freiheit oder die andere Freiheit? Ich bin nicht derjenige, auch wenn man das glauben mag, als Chef eines Nachrichtendienstes, der sagt, die eine Freiheit ist immer die wichtigste, nämlich Schutz von Leib und Leben. Und dafür müssen alle Schutzmaßnahmen hochgefahren werden, auch wenn andere Freiheiten dadurch vielleicht unter die Räder kommen. Ich bin der Meinung, es muss abgewogen werden.
Jede Gesellschaft hat andere Bedürfnisse und es bedarf einer politischen Entscheidung, welche Freiheit, Recht auf Datenschutz, auf informationelle Selbstbestimmung oder das Freizügigkeitsrecht ein höheres Rechtsgut ist oder eine höhere politische Priorität zukommt. So ist es verständlich, dass auch andere Gesellschaften andere Prioritäten setzen in der Bedeutung ihrer Freiheitsrechte. Wenn Sie nach London fahren oder nach Jerusalem, werden Sie auf Schritt und Tritt von Videoüberwachungsanlagen beobachtet. Diese Staaten haben ein ganz anderes Sicherheitsbedürfnis, haben ein ganz anderes Empfinden auch, was Freiheitsrechte angeht. Es ist eine politische Frage zu sagen, wollen wir lieber Videoüberwachung, sind wir bereit, Passenger-Name-Record-Daten zu speichern, sind wir bereit, sogenannte Vorratsdaten zu speichern, oder wollen wir es nicht und nehmen ein hohes Risiko in Kauf, beispielsweise dadurch, dass Straftaten vielleicht später nicht aufgeklärt werden können, weil derartige Daten fehlen oder Straftaten nicht verhindert werden können, weil man im Vorfeld von Tatverabredungen nicht erkennen kann, ob Netzwerke sich gegründet haben und Absprachen stattgefunden haben. Es ist eine Abwägung und diese Abwägung muss in jeder Gesellschaft selbst getroffen werden, abhängig aber auch von der Sicherheitslage, der aktuellen Sicherheitslage. Und da werde ich gleich noch dazu was zu sagen, nämlich die Sicherheitslage ist im Fluss und ist nicht mehr so positiv wie noch vor einigen Jahren in Deutschland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thema Sicherheit war, ich denke, hier in Brandenburg über die letzten Jahre immer ein Thema. Das ist die 10. Veranstaltung. Aber ich glaube, in Deutschland war das Thema Sicherheit in der breiten Gesellschaft selten so ein Thema, wie es jetzt ist, insbesondere nach den Vorfällen am Silvestertag in Köln, in Hamburg und in anderen Städten. Wie kommt es? Ich sage immer, mit Sicherheit ist es so ähnlich wie mit Gesundheit. Man merkt erst dann, was Sicherheit bedeutet, wenn sie mal fehlt, wenn es nicht funktioniert. Genauso wie wenn man krank ist. Man schätzt den Gesundheitszustand erst dann, wenn man merkt, dass man plötzlich krank geworden ist. Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit. Allgemeine Sicherheit in diesem Lande, Schutz vor Gewalt und vor Straftaten zu werden, sie muss aus meiner Wahrnehmung täglich neu erarbeitet werden. Und das wird einem bewusst, wenn man Opfer von Straftaten wird oder wenn man einfach mal über die Grenzen schaut in anderen Ländern. Man muss nicht gerade zu Failed States schauen, sondern in anderen Ländern, wo organisierte Kriminalität fast an der Tagesordnung ist. Gleichwohl, wir haben in Deutschland Probleme, in Teilen sogar größere Probleme mit organisierter Kriminalität, mit Wohnungseinbrüchen, mit allgemeiner Kriminalität, aber nun auch mit Terrorismus. Meine Behörde erhält jeden Tag etwa 1 bis 2 Hinweise auf terroristische Operationen gegen Deutschland oder gegen deutsche Interessen im Ausland. Wir hatten im vergangenen Jahr, das war schon angeklungen, Anschläge gehabt, 2-mal in Paris. Wir hatten Anschläge in Toulouse, in Lyon, auf den Thalys, in Kopenhagen. Wir hatten bislang Glück gehabt, vielleicht kann ich sagen in Teilen auch verdientes Glück gehabt, weil wir auch gut gearbeitet hatten, dass es in Deutschland noch keinen Anschlag gegeben hat. Aber wir hatten eine ganze Reihe von Operationen aufgeklärt, beispielsweise diesen mutmaßlichen Plan gegen das Frankfurter Radrennen im vergangenen Jahr, wo die Täter frühzeitig entdeckt und festgenommen werden konnten. Insoweit ist die Sicherheit auch hart erarbeitet, aber sie kostet letztendlich auch etwas. Sie kostet Ressourcen, Geld natürlich, Personal, aber sie kostet auch Freiheit in anderen Bereichen, wenn man sagt, wir wollen hier ein Mehr an Sicherheit in diesem Land. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich war vor einigen Wochen bei der Adenauer Stiftung eingeladen, hatte dort einen Vortrag gehalten und der Vorredner vor mir, ein amerikanischer Professor, sagte zunächst einmal, Herr Maaßen, ganz herzlichen Dank dafür, dass ich und meine Familie hier in Deutschland so sicher leben können. Dann schilderte er, wie es in den USA ist, dass er auf seinem Campus in der Nähe von Boston
sicher lebt, aber jeden Tag müssen seine Kinder bewacht zur Schule gebracht werden. Und er sagte, also das empfindet er nicht als selbstverständlich, dass es in Deutschland so ist. Ich habe mich gewundert, dass ich so angesprochen worden war von dem Professor, aus dem einfachen Grunde, ich glaube, in Deutschland wäre keiner auf die Idee gekommen, gegenüber der Polizei oder den Nachrichtendiensten sich zu äußern. Ich sage das nicht deshalb, weil ich derartiges gerne hätte oder erwarten möchte, aber ich sage das deshalb, weil in anderen Ländern auch eine ganz andere Einschätzung besteht gegenüber den Sicherheitsbehörden, ein ganz anderes Verhältnis der Sicherheitsbehörden in der Gesellschaft. Ich glaube, hier müssen wir zu einem breiteren Bewusstsein auch in der Gesellschaft kommen, in den Teilen der Medien, auch in der Politik, dass nur gut funktionierende Sicherheitsbehörden in der Lage sind, eben die Sicherheit zu gewährleisten und dass es auch nicht Sache der Sicherheitsbehörden alleine ist, diese Sicherheit zu gewährleisten. Sicherheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie kann nur dann funktionieren, wenn alle sich mitverantwortlich auch dafür fühlen, ihren Beitrag zu leisten und sei es, dass sie sagen, wenn sie etwas sehen, wie es in anderen Ländern gang und gäbe ist, dass man darauf hinweist, wenn man etwas erkennt, was nicht funktioniert, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Ein Beispiel, das mir in besonderer Weise in Erinnerung ist, es gab einen jungen deutschen Dschihadisten in Afghanistan, der Wurzeln hatte bis hin nach Bonn. Er war in Bonn zur Schule gegangen, hatte in Bonn dann eine Arbeitsstelle gefunden im Statistischen Bundesamt, hat dort einige Zeit im Statistischen Bundesamt gearbeitet, kam dann auf die Idee, sich ein Bart wachsen zu lassen, trug dann weiße Kleidung, eine Salafistenmütze und hat dann seinen Ausstand gemacht, um in Richtung Saudi-Arabien zur Koranunterweisung zu reisen und ist von da aus dann innerhalb von kurzer Zeit in den Dschihad nach Afghanistan gegangen. Dieses Beispiel bringe ich deshalb, weil es aus meiner Sicht einfach notwendig ist, dass man etwas sagt, wenn man etwas sieht, wenn die Kollegen merken, dass der Kollege sich in einer Art und Weise entwickelt, dass man sagen muss, Achtung, hier stimmt etwas nicht, denke ich, darf man das einfach nicht so hinnehmen und so tun, als ob eine liberale Gesellschaft auch so etwas sehen muss, ohne darauf reagieren zu müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sagte vorhin schon, das Maß an Sicherheit zur Gewährleistung von Freiheitsrechten hängt natürlich immer wieder von der Gesellschaft ab und von der aktuellen Sicherheitslage oder Bedrohungslage. Vor vielen Jahren wären, glaube ich, die meisten Sicherheitsbehörden auch nicht auf die Idee gekommen zu sagen, wir brauchen zum Beispiel Passagierdatenlisten oder wir brauchen Zugänge zu bestimmten Datenbanken. Ich glaube, wenn eine Situation nicht wirklich ernst ist, wo man sagt, wir müssen hier ein Mehr an Erkenntnissen haben, was terroristische Gefährder gegen deutsche Interessen vorhaben, braucht man es nicht. Aber dann, wenn man es braucht, braucht man einen Werkzeugkasten, der gefüllt ist, der nicht nur einen Wagenheber und einen Schraubenzieher hat, sondern der auch Werkzeuge hat, die auf den konkreten Vorfall, auf die terroristische Bedrohung hin passen, dass man darauf auch reagieren kann. Wir haben es derzeit in der Welt zu tun mit einer Welt, die sich in Teilen oder Weltordnung, die sich in Teilen in Auflösung befindet. Mein amerikanischer Kollege, Herr Brennan von der CIA, sagte jüngst, er erinnert sich noch gut an die gute alte Zeit nach 9/11, nach dem Terroranschlag von New York und Washington am 11. September 2001. Damals hatte man einen Gegner, das war Al-Qaida gewesen. Man wusste, wo sie sind, in den Höhlen von Waziristan, konnte doch Drohnen einsetzen, konnte sie jagen und verfolgen und wusste, der Feind hat einen Namen, Bin Laden. Heute ist die Herausforderung eine wesentlich größere für die Sicherheitsbehörden in der Welt. Staaten wie Syrien, Irak sind in Auflösung begriffen. Der IS regiert ein Gebiet, das fast so groß ist wie Großbritannien von der Fläche, auch wenn vieles Wüste ist, aber es sind rund 8 Millionen Menschen, über die er herrscht, die er tyrannisiert. Wir haben es zu tun mit
Ich benutze diesen Ausdruck bewusst mit Metastasen des IS in Ägypten, in Libyen, im Süden von Tunesien, in Mali, in Nigeria, in Somalia, im Jemen. Man redet in den Medien kaum mehr über diese Gebiete. Aber dadurch, dass man nicht mehr über Mali redet, wird die Situation dort auch nicht ruhiger und ist auch nicht besser geworden. Aber es sind Unruheherde, die im Grunde genommen auf der anderen Seite des Mittelmeers sind. Man könnte sagen, Afghanistan am Mittelmeer, und die uns große Sorgen bereiten. Es sind mittlerweile rund 790 Menschen aus Deutschland in Richtung IS gereist, die den IS als Kämpfer unterstützen. 260 Personen sind inzwischen wieder zurückgekommen. Wir zählen über 8.300 Salafisten in Deutschland, Personen, die also bereit sind, auch den Dschihadismus zu unterstützen. Wir sehen es als mögliche Szenarien an, dass es Hit-Teams gibt, also Gruppierungen von Kämpfern, die mit Kampfauftrag in den Westen kommen, wie in Richtung Paris oder auch Kopenhagen, auch Brüssel vor einigen Jahren, wo der Anschlag stattgefunden hatte, Personen als mit einem Kampfauftrag einen Terroranschlag zu begehen. Wir sehen mit Sorge die hohe Zahl der Syrien-Rückkehrer, alles Personen, die Kampferfahrung haben, Personen, die möglicherweise auch getötet haben oder an Folterungen teilgenommen haben und diese Kampferfahrung auch mit zu uns bringen. Und wir wissen nicht, was hinter ihrer Stirn vorgeht, ob sie nicht auch vorhaben, einen Anschlag in Deutschland zu begehen. Und dann sehen wir die hohe Zahl an hier in Deutschland radikalisierten jungen Menschen, überwiegend jungen Männern, die zwar keine direkte Verbindung zu IS oder Jabhat al-Nusra oder Al-Qaida oder zu den anderen dschihadistischen Organisationen haben, aber die sich übers Internet radikalisierten oder über Instant-Messenger-Dienste wie WhatsApp-Gruppen, über Telegram oder andere Dienste. Und das sind Radikalisierungen, die in Teilen auch an den Sicherheitsbehörden vorbeigehen, weil die Sicherheitsbehörden da keinen Zugriff haben oder keine Erkenntnis haben über das, was dort passiert. In Paris bei dem Anschlag am 13. November hatten wir feststellen müssen, dass es sich auch handelte um Personen, die als Flüchtlinge in den Westen kamen. Und das ist insoweit erschreckend, als dass man in der Vergangenheit davon ausgeht, der IS würde mehr auf den sogenannten Homegrown-Terroristen setzen oder auf Syrien-Rückkehrer, die mit Kampferfahrung kommen. Der IS hat in Paris bewusst, aus unserer Sicht bewusst, eingesetzt, auch Personen, die als Flüchtlinge gekommen sind. Bewusst deshalb, weil er diese Personen mit falschen Pässen ausgestattet hatte, weil diese Personen mehrfach registriert worden waren und Fingerabdrücke abgegeben hatten bei den Sicherheitsbehörden in Griechenland und in Ungarn und weil diese Personen also wahrgenommen worden waren vor den Sicherheitsbehörden in diesen Ländern. Das hätte der IS nicht machen müssen. Der IS hätte überhaupt nicht Personen als Flüchtlinge getarnt nach Frankreich schicken müssen, um dort einen Anschlag zu begehen. Er hätte es mit dem eigenen Personal, das in Frankreich war oder in Belgien sich aufhielt, es durchführen können. Oder hätte er zumindest versuchen können, Flüchtlinge unentdeckt oder Dschihadisten als Flüchtlinge unentdeckt zu schleusen. Nein, er hat bewusst hier in diesem Falle darauf gesetzt, Leute bewusst registrieren zu lassen, was wir als eine Art Show of Force wahrnehmen. Der IS wollte damit zum Ausdruck bringen, er kann auch in Kenntnis dieser Person durch die Sicherheitsbehörden in Europa Leute einschleusen, sie als Terroristen nach Frankreich bringen und dort Anschläge begehen lassen. Wir stellen fest, eine hohe Gewaltorientierung in der rechtsextremistischen Szene und das ist in diesem Zusammenhang mein letzter Punkt, wir sehen eine zunehmende Radikalisierung auch in der Gesellschaft fest, die uns hier große Sorgen bereitet. Eine Radikalisierung, die bis eben in die bürgerliche Mitte der Gesellschaft geht, zu Personen, die in der Vergangenheit eigentlich keine Beziehung hatten zu Rechtsextremisten oder überhaupt zu politischen Themen, die vor dem Hintergrund der Asyllage in Deutschland sich allerdings radikalisieren und bereit sind, auch Straftaten zu begehen. Auch dies ist für die deutschen Sicherheitsbehörden eine große Herausforderung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, neben diesen Herausforderungen im Bereich der Lage, der Bedrohungslage, stehen wir als Nachrichtendienst, ähnlich wie die Polizeibehörden,
noch vor einer weiteren Herausforderung, die ich gerne ganz kurz noch skizzieren will, gerade weil ich hier an einer Hochschule bin, nämlich die technischen Herausforderungen. Die technischen Herausforderungen, um es hier zu skizzieren, sehen wir darin, dass wir als Nachrichtendienst natürlich zu einem hohen Maß an Informationen angewiesen sind, die nicht offen auf dem Markt gehandelt werden. Wir können nicht aus offenen Webseiten, aus offenen Gesprächen oder aus der Tageszeitung erfahren, wenn es Verbrechensverabredungen gibt, sondern wir müssen in die Zellen eindringen oder aus der Kommunikation von Kriminellen oder von Terroristen Informationen erhalten. Menschliche Quellen sind eine Möglichkeit, diese geheime Information zu bekommen. Die technische Aufklärung ist ein anderer Punkt. Und das ist eine Entwicklung, wo wir feststellen, uns läuft die Zeit und einfach die Technik davon. Die Polizeibehörden, die Nachrichtendienste in Deutschland konnten noch zur guten alten Zeit, als es die Deutsche Bundespost gab, mit einer Genehmigung der sogenannten G10-Kommission des Parlaments oder einer richterlichen Anordnung zur Deutschen Bundespost gehen und bekamen ausgeleitet dann die Telefongespräche, ob das Festnetz war oder Mobilfunk, bekamen auch ausgeleitet SMS oder E-Mails. Wir alle wissen, dass wir heute zumindest in Teilen ganz anders kommunizieren. Wir kommunizieren natürlich vielleicht auch noch über Festnetz, wir kommunizieren in Teilen vielleicht auch über Handys, aber gerade diejenigen, die nicht mehr offen kommunizieren wollen, nehmen dann entweder Kryptoprogramme oder kommunizieren über Skype, über WhatsApp, über Telegram, bis hin sogar, und das war in Paris bei dem letzten Anschlag offensichtlich der Fall, die kommunizierten über die PlayStation 4 miteinander, alles Kommunikationsmittel, die so weit entfernt sind von der Deutschen Bundespost, wie man sich das kaum vorstellen kann. Und die Technik geht weiter. Nun, für die Sicherheitsbehörden ist die Technik jedenfalls nicht so weit gegangen, aber auch nicht die Befugnisse, weil wir zum Beispiel keine Befugnis haben, gegenüber Teledienstanbietern derartige Informationen zu erhalten, sondern wir treten an die Provider heran, erhalten allerdings von den Providern in Teilen dann Kryptodaten, mit denen man relativ wenig anfangen kann. Und das ist letztendlich eine riesige technische Herausforderung für die Nachrichtendienste und die Polizeibehörden in Deutschland, denn der organisiert Kriminelle ebenso wie der Terrorist wird im Zweifel mindestens WhatsApp nutzen, wird im Zweifel auch nach Snowden gelernt haben, dass der Anonymisierungsdienste wie Tor-Netzwerke nutzen muss oder dass er Kryptoprogramme wie TrueCrypt oder andere nutzen muss, um sich selbst und seine Kommunikation zu schützen. Das ist für die Sicherheitsbehörden in Deutschland eine ausgesprochen große Herausforderung, an diese Informationen zu kommen. Wir haben zwar die rechtlichen Befugnisse, bei Terrorverdächtigen an diese Informationen heranzukommen oder bei organisiert Kriminellen, aber wenn man letztendlich die Daten nicht lesen kann, weil sie kryptiert sind oder weil man nicht weiß, von wo aus, über welchen Dienst sie miteinander kommunizieren, helfen einem die richterlichen Befugnisse oder die Genehmigung der G10-Kommission auch nichts. Und insoweit muss man sagen, Hut ab vor den amerikanischen Kollegen, die es geschafft haben, durch eine kluge Wirtschaftspolitik die maßgebenden Unternehmen in den USA und dann im Bereich des amerikanischen Rechts zu haben und darüber hinaus eine technische Behörde wie die NSA aufgebaut zu haben, die natürlich aufgrund ihrer Kryptokompetenz ganz andere Möglichkeiten als deutsche Polizei und Sicherheitsbehörden haben. Das ist eine Herausforderung, die, kann ich sagen, parallel zu der Herausforderung durch die Bedrohungslage natürlich für die deutschen Sicherheitsbehörden eine Schwierigkeit bietet, die derzeit nur noch schwer zu lösen ist, jedenfalls nicht alleine. Wir brauchen insoweit unsere europäischen und amerikanischen Partner, um dieser Herausforderung gegenüberstehen zu können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die jetzigen Herausforderungen, die ich beschrieben habe, erfordern aus meiner Wahrnehmung ein Mehr an Anstrengungen, um die Sicherheit weiterhin gewährleisten zu können. Ich glaube, das ist allen bewusst, nicht erst seit den Umständen am Silvestertag, das ist
allen bewusst, wenn man auch sich beschäftigt mit der Entwicklung der allgemeinen Kriminalität und des Terrorismus. Ein weiterer Punkt ist mir abschließend wichtig hervorzuheben: Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Das bedeutet, es geht nicht nur um Geld, das immer dann, wenn es einen Anschlag gibt, wenn es eine polizeiliche Lage gibt, auch von der Politik angeboten wird. Es geht auch um Befugnisse, um Zugänge und es geht auch um Möglichkeiten, das heißt, um ein Know-how in den Sicherheitsbehörden zu haben, um bestimmte Informationen zu bekommen. Ich sprach vorhin von kryptierten Programmen, von kryptierter Kommunikation und dergleichen. Mir ist klar, dass ein Mehr an Ressourcen, ein Mehr an Befugnissen, ein Mehr an Know-how in den Sicherheitsbehörden auch ein Mehr an Transparenz und ein Mehr an Kontrolle auf der anderen Seite haben muss. Dafür stehe ich auch. Das halte ich für notwendig, denn aus meiner Sicht sind Sicherheitsbehörden in einem Land wie Deutschland, in einer rechtsstaatlichen Demokratie, nur dann anerkannt, wenn man weiß und sich darauf verlassen kann, dass sie ordnungsgemäß kontrolliert werden. Und das halte ich persönlich auch für notwendig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will Ihnen eines noch sagen: Die Sicherheitslage ist zwar schwierig, aber ich glaube, Sie können sich darauf verlassen, dass die Sicherheitsbehörden in Deutschland, die Nachrichtendienste und die Polizeibehörden im Rahmen des Möglichen ihr Bestes tun werden, um die Sicherheit in diesem Lande weiter zu gewährleisten. Ich habe den Eindruck, Sie haben mir aufmerksam zugehört und dafür danke ich Ihnen.